Ganz herzlichen Dank für ein so kurzes und wunderbares Entree für die heutige Veranstaltung der Mosse Lectures. Ganz herzlichen Dank an Herrn Nowak und Frau Dasch. Sehr geehrter Herr Vogel, sehr geehrter Herr Schärpe, sehr geehrter Herr Herrmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute zur Jubiläumsvorlesung der Mosse Lectures an der Humboldt-Universität begrüßen darf. Ich habe schon in den letzten Wochen und anlässlich der Reihe, die jetzt in diesem Jahr läuft, vielfach Besucher im Eingang der Humboldt-Universität weitergeleitet, die sagten, da wollten sie hin und das wäre das, was sie seit Jahren auch in der Humboldt-Universität suchen. Und wie ich gerade mit Herrn Vogel nochmal ausgetauscht hatte, es ist mitnichten der größte Raum, in dem Mosse Lectures stattfinden, sondern sehr häufig ist auch der Strom der Besucher so, dass selbst das Audimax gesperrt werden muss, weil tatsächlich das Interesse so großartig ist. Also ganz herzlichen Glückwunsch für die lange Zeit und den großen Erfolg der Mosse Lectures, die vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurden. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass diese Vorlesungsreihe gemeinsam mit der Mosse Foundation so fest etabliert werden konnte und so ein Renommee auch weit über die Humboldt-Universität hinaus hat. Mehr als 150 Veranstaltungen haben in den 20 Jahren stattgefunden, viele auch hier. Und das ist natürlich mit auch ein Spiegel, wie mit den Dingen, die ich auch zuvor kurz anriss, für die große Anziehungskraft, die die Veranstaltungen haben. Das spricht für einerseits die Traditionslinie, in der auch diese Vorlesungsreihe, diese Lectures stehen, für die Möglichkeit und das Geschick, auch gemeinsam eine sehr glückliche Hand zu haben bei der Auswahl von Themen, bei den Gästen, die eingeladen werden, sodass tatsächlich das auch über die Zeit eine hohe Attraktivität hat. Wenn Sie die Liste der bisherigen Gäste betrachten, so ist die Reihe vieler kluger und auch sehr prominenter Menschen sehr, sehr groß und beeindruckend. Also ein ganz besonderer Dank gehört an dieser Stelle den Förderern und den Unterstützern der Veranstaltungsreihe, denn nur durch ihre Hilfe ist es möglich, Gäste aus aller Welt einzuladen. Ganz wichtig die Mosse Foundation und es ist Ihnen ja auch gelungen, andere Förderer über längere Zeit mitzugewinnen, also eine großartige gemeinsame Leistung. Bei diesen Gästen handelt es sich nicht nur um Wissenschaftler, sondern auch Autoren, Künstler und Politiker sprechen regelmäßig in diesem Rahmen. Und in jedem Semester ist es nicht einfach, aber auch besonders, dass ein aktuelles Schwerpunktthema festgelegt wird, das mit der Expertise aus ganz unterschiedlichen Bereichen beleuchtet wird. Damit erfüllen gerade diese Mosse Lectures eine der zentralen und auch ganz wichtigen Aufgaben, die wir gemeinsam haben, in die Öffentlichkeit und in die Gesellschaft zu wirken, um damit in einen regelmäßigen Kontakt zwischen hier, dem Austausch in der Universität und allen anderen zu treten und gleichzeitig den Rückbezug auch auf Mosse zu haben und auf all das, was auch historisch dahinter steht. Ganz besonders richten sich die Lectures auch an unsere Studierenden aus den verschiedenen Fakultäten. Sie sollen mit den Persönlichkeiten und deren Arbeitsgebieten in Kontakt kommen, die Möglichkeit haben, auch tatsächlich ganz unterschiedliche Perspektiven zu hören und ihren eigenen Blick mit zu erweitern. Wenn man jetzt
auf die Veranstaltung in diesem Semester schaut, so stehen sie unter dem Titel Kritik des Liberalismus, ein hochaktueller Gesamtkontext mit Blick auf das, was auch im letzten Winter lief mit Populismus und Politik. Ist es schon ganz besonders und herausragend, dass mit so viel Vorausschau so aktuelle Themen vor 2 Jahren von denen, die dann diese Themen ersonnen haben, möglich gewesen ist. Also Kompliment und herzlichen Dank an Ihre Kompetenz und Ihren Spürsinn, auch Dinge hier in die Diskussion zu bringen, die uns heute alle ganz intensiv bewegen. Es ist damit nochmal ganz deutlich, dass die Mosse Lectures aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft betonen und somit hier diesen Ort zu einem Austausch, zu einem öffentlichen Austausch zu ganz relevanten Fragestellungen in das Bewusstsein rücken. Ganz im Sinne der Mission auch unserer Universität, die sich auch in ihrer Rolle und Ermöglichung im öffentlichen Raum zu wirken, versteht. Wenn man jetzt allgemein sieht, wie tatsächlich Wissenschaft in vielen Ländern, auch in freien, demokratischen, bedrängt, bedroht, eingekastelt wird, so ist gerade dieses Thema, was jetzt in den letzten Semestern beleuchtet wird, so aktuell wie lange nicht mehr. Und umso wichtiger, sich nicht hinter verschlossenen Türen zu verstecken, sondern in einen offenen Austausch und in eine Beleuchtung vielfältiger Aspekte einzutreten. Das wird dazu beitragen, auch über die Grenzen der Humboldt-Universität tatsächlich zu vermitteln, dass an diesem Ort diese Auseinandersetzung beiträgt. Und dazu ist eine sehr lange Traditionslinie eben auch die Mosse Lectures. Sie mit ihren 20 Jahren Tradition passen sehr gut auch in die Jubiläumslandschaft dieses Jahres, in der mit dem Gedenken an den 250. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt am 22. Juni verschiedenste Veranstaltungen auch hier in der Humboldt-Universität zur Rolle von Universität im öffentlichen Raum nochmal thematisiert werden. Ich möchte es aber bei diesem ganz kurzen Grußwort belassen, wünsche Ihnen einen sehr, sehr anregenden Abend und freue mich gemeinsam mit Ihnen auf das wunderbare Programm, was heute auch ansteht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, liebe Frau Kunst, wichtige Ereignisse zeichnen sich dadurch aus, dass der Vorhang mehrmals aufgeht. Ich bin also der zweite Vorhang jetzt für diesen Abend. Und ich würde Sie bitten, sich daran zu erinnern, was damals vor 20 Jahren passiert ist im Jahr 1997. Sie erinnern sich vielleicht, Roman Herzog hatte gerade seine Ruckrede gehalten. Tony Blair wurde als Premierminister vereidigt. In der Türkei gab es einen sanften Putsch, die Kronkolonie Hongkong ging an China zurück. Der erste Harry Potter Roman erscheint. Klonschafe und Klonmäuse wurden zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Jan Ullrich gewinnt als erster Deutscher die Tour de France und später im Jahr wird Prinzessin Diane in London beerdigt. Zwischen diesen Daten ist allerdings auch das passiert, was uns heute beschäftigt. Unweit von hier, im Mossehaus in der Schützenstraße, im Sommer 1997 wurden die ersten Mosse-Lectures gehalten. Was damals von George Mosse, Peter Glotz, Daniel Liebeskind, Joost Hermant und unter der Ägide von Klaus Schärpe präsentiert wurde, hatte bereits überaus markante, anspruchsvolle und ehrgeizige Akzente gesetzt. Ein Programm und ein Spektrum von Themen, die das Verhältnis von Aktualität und Geschichte, die Struktur moderner Öffentlichkeiten,
die Wirksamkeit von Literatur und Künsten, die deutsch-jüdischen Beziehungen, die Herausforderungen gegenwärtiger Politik umschlossen. Und da ist nun heute an diesem 20. Geburtstag der Mosse Lectures Grund, Gelegenheit und einen vernünftigen Anlass für ein sehr unvorsichtiges Eigenlob gibt, können wir sagen, dass unsere Mosse Lectures diese frühen Vorgaben, diese ersten Versprechen und Ansprüche bis heute gehalten und erfüllt haben. Es gibt also eine kleine Genugtuung für uns, wenn man einige der Themen aus den letzten Jahren vorüberziehen lässt. Frau Kunst, Sie hatten bereits einige erwähnt, Kritik des Liberalismus in diesem Semester, Populismus und Politik, Zukunftswissen, Dienst am Geheimnis, Konversionen, literarische Nachbarschaften, vom Krieg berichten, Europa im Blick der anderen und so fort. Wir sind im Krebsgang erst beim Jahr 2014 angelangt. Wir glauben also, dass wir an diesem Geburtstag der Mosse Lectures, die für uns eine überaus wirksame Schnittstelle zwischen dem Institut für deutsche Literaturen, der Humboldt-Universität und der Berliner Öffentlichkeit besetzen, einigen Grund zum Eigenlob, ich wiederhole das, und zum Feiern haben. Und ich möchte Sie gerne einladen und Sie hiermit ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich noch einmal die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst, den Vizepräsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Christoph Markschies, und Roger Strauch, Chairman der Roda Unternehmensgruppe und Präsident der Mosse Foundation in Berkeley. Und natürlich haben wir auch heute besonderen Grund, allen denjenigen zu danken, und ich tue das hier irrsinnig gerne, die das Leben und das Überleben der Mosse Lectures bis heute garantiert haben. Es geht also ein besonderer Dank an unsere Förderer, noch einmal an Roger Strauch und die Mosse Foundation, an die Fritz-Thyssen-Stiftung, heute vertreten durch Jürgen Regge und Frank Suder, an die Preußische Seehandlung und die Gerda-Henke-Stiftung, vor allem an die Präsidentschaften der Humboldt-Universität in den letzten Jahrzehnten, also an Hans Mayer, Jürgen Mlynek, Christoph Markschies noch einmal, Jan-Henrik Olberts, noch einmal Sabine Kunst, die uns stets finanziellen Geleitschutz boten, und natürlich an das Institut für deutsche Literatur, das uns bis heute logistisch und personalpolitisch unterstützt. Einen persönlichen Dank möchte ich an alle ehemaligen und jetzigen Kolleginnen und Kollegen richten, ohne deren intellektuelles und wissenschaftliches Engagement die Themen und die Programme der Mosse Lectures nicht in die Welt gekommen wären. An Inge Stephan und Erhard Schütz, an Ethel Matala-Dümatzer und Ulrike Fedder, an Hendrik Blumentrat, Michael Kemper van den Borgert, Lothar Müller und Burkhard Wolf. Es kennzeichnet die erfreuliche Arbeitssituation an der Humboldt-Universität, dass wir uns bei allen unseren Überlegungen und Veranstaltungen auf ständige Ratgeber, Gesprächs- und Kooperationspartner verlassen konnten. Ein Dank geht also auch an Christina von Braun, Lauren Desten, Ernst Osterkamp, Wolfgang Schäffner, an Gary Smith, an Andreas Heusen von der Columbia University, an Moshe Zimmermann von der Hebrew University in Jerusalem. Bitte geben Sie mir noch für eine kurze Minute Ihre Geduld. Denn ich möchte schließlich von ganzem Herzen meinen persönlichsten Dank aussprechen. Dieser geht natürlich und ganz direkt an Elisabeth Wagner, die, wie soll ich es sagen, die eigentliche Veranstalterin der Mosse Lectures ist und von ersten Themen, Einfällen über Einladungen, Plakatentwürfe, Pressearbeit bis zu Publikationen für die Verwirklichung dieses Projekts, unseres Projekts, sorgt. Und nicht zuletzt geht mein Dank an meinen Vorgänger und Freund Klaus Schärpe. Er hat zusammen mit George Mosse die Mosse Lectures in die Welt gerufen. Er hat ihr intellektuelles Profil geprägt. Er hat ein breites akademisches und nicht-akademisches Publikum erschlossen. Er ist der Motor und die Stütze dessen, was hier auch heute Abend geschieht. Sei also ganz innig bedankt, lieber Klaus. Sei auch beglückwünscht zu diesem, wenn man so will, deinem 20. Geburtstag. Und bitte übernimm nun selbst das Wort.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Even more so to welcome our friends and supporters from the US, Roger Starr from Berkeley and John Tortorici from Madison. Confronting History, George Mosser called his autobiography, a heading Joost Hermant, who will hold the keynote speech this evening, suggested to him, highly accurate. Zum Spartakusaufstand, der am 5. Januar 1919 im Berliner Zeitungsviertel einen Höhepunkt fand, berichtet George Mosse, der im Exil zum Historiker des zum Faschismus pervertierten Nationalismus folgendes. Die Aufständischen erkoren das Mosse-Haus, unser Verlagsgebäude, zu ihrem Hauptquartier. Meinem Großvater, der zu diesem Zeitpunkt noch lebte, war nicht nach Verhandlungen mit den Spartakisten zumute. Und so übergab sich mein Vater in das besetzte Gebäude und verhandelte die ganze Nacht mit Rosa Luxemburg, die verhindern wollte, dass das Berliner Tageblatt am nächsten Morgen herauskam. Es gelang ihm, das Gespräch so lange auszudehnen, dass die Zeitung unterdessen gedruckt und in den frühen Morgenstunden ausgeliefert werden konnte. Von da an wurde der überzeugte Liberale und Kapitalist bis an sein Lebensende nicht müde zu beteuern, Rosa Luxemburg sei die intelligenteste Frau, die er je getroffen habe. George Mosses Vater, Hans Lachmann Mosse, der nach dem Tode des Gründers des Verlagsimperiums die Geschäfte übernahm, interessierte sich mehr für die Kultur als für die Politik und das Geschäft. Besonders engagierte er sich im Musikleben, im Berliner Musikleben, wovon wir noch einiges heute hören werden. Auch die Wertschätzung jener intelligentesten Frau war kaum politisch gemeint. Theodor Wolff, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, der durch die verwüsteten Redaktionsräume streifte, sprach von den fanatischen Intellektuellen, die dieses Spartakus-Skandalstück inszeniert hatten. Und im Übrigen kann auch das kleine Heldenstück, das der Sohn in seiner Autobiografie dem Vater zuschreibt, nicht ganz stimmen. Denn bei den Recherchen für unseren Mosse-Almanach 2017, in Erinnerung an die Tradition des Verlagshauses, haben wir festgestellt, dass das Berliner Tageblatt nicht nur am nächsten Tag, sondern eine ganze Woche lang, vom 5. bis 12. Januar nicht ausgeliefert werden konnte. Am 13. Januar 1919 erschien dann Theodor Wolffs Leitartikel »Der Kampf gegen den Terror in Berlin« auf der ersten Seite. Also ein Stück Familienlegende des Historikers und doch eine Manifestation jener freiheitlichen Gesinnung und des unbedingten demokratischen Engagements der deutsch-jüdischen Familie und des Pressehauses Mosse für die von Anfang an bedrohte Republik, wie später dann gegen den heraufziehenden Hitlerfaschismus, der die Mosses 1933 ins Exil trieb. Meine eigenen Erinnerungen nun an die Begegnung mit George Mosse und die gemeinsame Begründung der Mosse Lectures in den 1990er Jahren taugen im kleineren Format nicht zur Legende, aber ein klein wenig vielleicht doch. Nach der Wende auf der Suche nach einem geeigneten Quartier für das westlich aufgerüstete Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität wurde im zweiten Versuch das Professorenkollegium, die glückliche 13, wie Ernst Osterkamp damals bekannte, fündig in der Schützenstraße Ecke Jerusalemer Straße, im inzwischen renovierten ehemaligen Mosse Verlagshaus zu DDR-Zeiten VEB Druck. Unser Weg führte dann zum Investor, so war das zu jener Zeit, zu Herrn Hans Röder, mit dem George Mosse, der sich um die Hinterlassenschaften der Familie und das ehemalige Verlagsgebäude kümmerte, zu tun hatte, führte zu dem neuen Besitzer, um im Geist des Hauses für unsere Universität eine kulturelle Investition anzuregen, symbolisches Kapital, so gab ich zu bedenken, zur Finanzierung einer Vorlesungsreihe in Erinnerung an das Erbe der deutsch-jüdischen Familie,
Bourdieus Begriff symbolisches Kapital war Herrn Röder sicher nicht bekannt, aber die erste Barschaft konnte ich mir schon nach einigen Tagen bei ihm abholen. Und George war anfangs recht froh, dass im gläsernen Atrium des neuen Geschäftshauses eine kleine Ausstellung mit einigen alten Druckmaschinen und den Lenbach-Porträts seiner Großeltern Rudolf und Emilie Mosse zu stehen kam. Die Tradition einer liberaldemokratischen Publizistik und das Vermächtnis deutsch-jüdischer Kultur über die Zeit der Nazi-Herrschaft und des Holocaust hinaus sollten, so wollten wir es, ein selbstverständlicher Bestandteil der sich in den 90er Jahren neu konstituierenden Humboldt-Universität sein. Kultureller Austausch, Wissensvermittlung und politische Aufklärung über die Fächergrenzen und Ländergrenzen hinweg für eine nicht nur akademische, für eine größere interessierte Öffentlichkeit. Das wäre es in 20 Jahren, dass wir es in 20 Jahren sogar auf 170 und einige mehr Mosse-Lectures gebracht haben und ich als Festredner immer noch da bin, macht mich staunen. Der 1999 verstorbene George Mosse hielt am 14. Mai 1997 am historischen Ort des früheren Verlagshauses den ersten Vortrag, das liberale Erbe und die nationalsozialistische Öffentlichkeit. Er überließ uns sein auf einem amerikanischen Typewriter ohne Umlaute geschriebenes Manuskript, das wir in unserem Almanach, den Sie gleich anschauen können, reproduziert haben. So manche Höhepunkte der Mosse Lectures sind in Erinnerung geblieben, auch manche Abweichungen vom Vortragsformat. Ganz am Anfang Daniel Libeskinds schöne Anstrengung, uns hier im Senatssaal mit Hilfe von zwei altmodischen Diaprojektoren seine Vision einer neuen Stadtmitte von Berlin vor Augen zu führen. Oder Reinhard Götz und Dietrich Dietrichsens Performance namens Mehr zum Thema der Serialität, für den sie den Senatssaal damals zum Entsetzen der Ordnungskräfte mit Zeitungen und Illustrierten verklebten. Hal Kennedys One Person for More Performance Worlds, in der sie sich die ganze Zeit hier barfuß auf der Vortragsrampe bewegte, um vorzuführen, wie es einer schottischen Autorin in England ergeht. Auch den Brexit hat sie inzwischen als Satyrspiel entlarvt. Und dann der Auftritt unserer seelenverwandten Volksbühne vom Rosa-Luxemburg-Platz mit Bartleby's Losung »I prefer not to«. Oder Daniel Barenboim, der nach einem langen Tag der Proben zu Carmen recht müde mit seinen Musikern über die Linden herüberkam, um einem andächtig lauschenden Publikum eine Stunde lang zu erzählen, wie ein Ton entsteht. Zu erinnern ist in dieser Stunde auch an unsere Gäste, die inzwischen verstorben sind. Anja Niedringhaus, die Fotoreporterin, die in Afghanistan 2 Wochen vor ihrer angekündigten Mosse Lectures ums Leben kam. An Peter Glotz, Eberhard Lemmert, Claudio Abbado, Gerd Mottenklott und Geoffrey Hartmann. An Friedrich Kittler und Wendelin Schmidt-Dengler, die beiden, die einen Abend lang nach dem Vortrag von Christoph Ransmeier über den Vorrang von Rom oder Griechenland stritten. Die Mosse-Programme waren für das Team der Vorbereiter und Organisatoren stets kleine Forschungsprojekte. Auch in der Publikationsreihe der Mosse-Bücher kam dies zur Geltung. 9 Stück mittlerweile mit dem heute hier präsenten Almanach im Verlag Vorwerk 8 von Rainer Gussmann. Unverzichtbar waren neben der schon genannten finanziellen Unterstützung die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Forschungseinrichtungen, um gemeinsame Perspektiven zu gewinnen, aktuelle Themen und Probleme historisch gegründet. Ich denke an die Kooperation mit den Freunden und Kollegen von der Columbia University in New York, die Hebräische Universität in Jerusalem, an Berkeley und Madison, wie schon erwähnt, das IFK in Wien, die American Academy mit Gary Smith,
Die Redaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Lothar Müller, das ZFL, Sigrid Weigel und das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Nun zum Gegenwärtigen. Unsere heutige Mosse Lecture aus gegebenem Anlass. Eine große Freude ist es für mich persönlich und für viele andere, denke ich, heute Abend Just Hermann begrüßen zu können. Den Freund und vertrauten Kollegen von George Mosse an der University of Wisconsin in Madison. Auch mein Freund. Nach seiner Promotion bei Friedrich Sengle im Jahre 1955 in Marburg folgte Hermann seinem Mentor und Lehrer, dem ehrwürdigen Kunsthistoriker Richard Hamann, nach Ost-Berlin, wo sie für den Akademieverlag an dem Gemeinschaftswerk Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus schrieben. Bis Hamann seines Amtes an der Humboldt-Universität enthoben und Just Hermann von Wilhelm Gernus im November 1957 aufgefordert wurde, die DDR binnen 48 Stunden zu verlassen. Von Anfang an und weiterhin in den USA bildeten die Literatur, Kunst und Musikgeschichte für Hermann ein gemeinsames, wechselweise aufeinander bezogenes Studierfeld, lange bevor vor den Cultural Studies die Rede war. Wissenschaft als Beruf, das hieß für Hermann auch und immer aufs Neue, wie für George Mosse, Aufmerksamkeit für die öffentliche, institutionelle und politische Wirksamkeit der Forschungen, Aufklärung und Kritik dieser deutschen Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Was man an vielen der Titel seiner so zahlreichen Monographien ablesen kann, Juden und deutsche Kultur, eine schmerzhafte Symbiose, der alte Traum vom Neuen Reich, sieben Arten an Deutschland zu leiden, politische Denkbilder von Caspar David Friedrich bis Neo Rauch. Seine Monographien zu Menzel und Beethoven, wie auch seine Geschichte der deutschen Oper, sind in diesem Sinne zu Standardwerken einer deutschen Kulturgeschichte geworden. Die Germanisten kennen Just Hermann als Wissenschaftshistoriker unseres Faches und seine streitbaren Forschungen, vor allem zu Heine und Brecht, sind ständige Lektüre gewesen. Hinzugekommen sind in den letzten Jahren seine autobiografischen Schriften. Seit 2003 ist Just Hermann ständiger Gastprofessor an der Humboldt-Universität, wie ehemals unter ganz anderen Umständen sein Mentor Richard Hamann. Just Hermann spricht über Rudolf Mosse, Hans Lachmann Mosse und George L. Mosse, drei Generationen des deutschen Liberalismus. Ich bin sehr froh, lieber Just, dass wir dich haben und dass wir dich heute hier haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Klaus, für die allzu großzügige Einleitung und auch vielen Dank für die Einladung hier über die drei wichtigen Vertreter des deutsch-jüdischen Liberalismus zu sprechen. Ad 1. Wer im Rückblick auf die deutsche Geschichte von liberalen Tendenzen spricht, meint damit zumeist jene Bemühungen um eine verstärkte Verfreiheitlichung aller in Politik, Rechtsprechung, Wirtschaft und Kultur herrschenden autokratisch überformten Verhältnisse. Wie wir wissen, sind schon im Laufe des 18. Jahrhunderts einige wohlmeinende Fürsten und bürgerliche Aufklärer für derartige Konzepte eingetreten. Aber zu einer auch breitere Bevölkerungsschichten ergreifenden Gesinnung haben sich erst Teile der auf Besitz und Bildung pochenden Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts zu dieser Haltung bekannt. Was ihnen dabei zu Hilfe kam, war vor allem die in den 50er Jahren einsetzende industrielle Revolution,
denen im Zuge einer zunehmenden Bereicherung das nötige Selbstbewusstsein verlieh, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell, als eine in die gesamtgesellschaftlichen Belange eingreifende Staatsbürgerschicht aufzutreten. Und damit eröffnete sich selbst für die aufgeklärteren Vertreter der bisher von der aristokratischen Herrschaftsklique bevormundeten zweiten Stands die Chance, sich mit liberalen Vorstellungen für eine verstärktere Einflussnahme, wenn nicht gar ein Mitbestimmungsrecht auf allen gesellschaftlichen Ebenen einzusetzen. Nach den gescheiterten Bemühungen der Mitglieder des Frankfurter Paulskirchenparlaments sowie der Vertreter der Nationalliberalen Partei der 60er Jahre erlaubte jedoch erst die von 1867 bis 1873 andauernde erste große industrielle Boomperiode sowie die mitten in diesem Zeitraum erfolgte Neugründung des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reichs, zugleich vielen Repräsentanten dieser Schicht, sich im Ruhrgebiet oder in Berlin endlich als Kommerzienrat Lehmann oder Baron von Schulze, als parvenühafte Industriekapitäne oder Großkaufleute aufzuspielen und im Zuge der rapide zunehmenden Industrialisierung unter dem damals gängigen Motto Handarbeit schändet, auf die immer zahlreicher werdende Schicht der rücksichtslos ausgebeuteten Proleten oder Arbeiter, wie sie damals hießen, herunterzublicken. Doch es gab auch Ausnahmen. Innerhalb dieser plötzlich aus allen als rückständig geltenden Provinzen in die Industriemetropolen herbeiströmenden Gewerbetreibenden, die trotz ihres ungehemmten Bereicherungsdrangs dennoch eine bürgerlich-liberale Haltung beibehielten, welche zwar die bestehenden gründerzeitlichen und dann wilhelminischen gesellschaftlichen Verhältnisse durchaus respektierten, aber sich weder zu einem hohenzollernfrommen Hurra-Patriotismus bekannten, noch die Forderungen der rebellisch auftretenden bebelschen Sozialdemokraten unterstützten, sondern eher mit jenen Freisinnigen oder Fortschrittlern sympathisierten, die sich wie Ludwig Virchow oder Theodor Mommsen auch unter autokratisch auftretenden Herrscherfiguren wie Bismarck und Wilhelm II. Für die Durchsetzung eines auf humanistischen Traditionen beruhenden Liberalismus einzusetzen versuchten, welcher den Selbstrealisierungsbemühungen des Einzelnen keinerlei herrschaftsbetonte Schranken entgegenstellen würde. Zweitens. Und zu dieser Migrantengruppe gehörte auch der 23-jährige Rudolf Mosse, der 1866, also kurz vor Beginn der ruckartig einsetzenden industriellen Boomperiode, als relativ armer jüdischer Schlucker aus dem preußisch-polnischen Städtchen Greetz nach Berlin übersiedelte, um dort als Buchhandlungsgehilfe und Annoncenakquisiteur seinen Reibach zu machen, wie es damals in dieser Schicht allgemein hieß. Was ihn, wie auch seine sechs Brüder, die ihr Glück ebenfalls in Berlin machen wollten, jedoch von vielen anderen Neuankömmlingen unterschied, war nicht nur das ihn dabei motivierende Gewinnstreben, sondern auch eine durchaus liberale Gesinnung, die unter einem persönlichen Durchsetzungsverlangen zugleich eine zunehmende Verfreiheitlichung der real existierenden Gesellschaftsverhältnisse verstand. Schließlich war schon sein Vater, ein in Greetz tätiger Arzt, der in Berlin studiert hatte, kein orthodoxer Ostjude, sondern ein relativ freisinnig eingestellter Mann gewesen, der sich trotz seiner am Judentum festhaltenden Lebensführung, der Kultur seiner nichtjüdischen Umgebung sowie deren Sprache durchaus absichtsvoll und im Wesentlichen unkritisch angeglichen hatte. Rudolf Mosse war also schon assimiliert oder akkulturiert, wie wir heute sagen würden, als er in Berlin ankam. Worin er nach einigen Lehrjahren in kluger Voraussicht eine wichtige Marktlücke sah, war die Wichtigkeit der Werbung als des eigentlichen Schmieröls der sich in diesen Jahren herausbildenden industriellen Marktwirtschaft. Er ging daher schon als Mitzwanziger daran,
eine Annoncenexpedition zu errichten, die bald das gesamte Zentraleuropa umspannen sollte. Doch selbst das war ihm nicht genug. Schon 1871, inmitten des allgemeinen Gründerfiebers, stieg er als 28-Jähriger mit der Herausgabe des Berliner Tageblatts zugleich in das Zeitungsgeschäft ein. Ja, in der Folgezeit erschienen in seinem Verlagshaus in der Schützenstraße, Ecke Jerusalemer Straße, sogar noch die Berliner Volkszeitung, das 8 Uhr Abendblatt, die Berliner Morgenzeitung, die Allgemeine Zeitung des Judentums sowie das Reichsadressbuch. Und so entstand unter seiner Leitung ein Annoncen- und Zeitungsimperium, das vor allem in der lang anhaltenden Konjunkturperiode zwischen 1893 und 1914, der längsten, die Deutschland je erlebt hat, in der Deutschland zur zweitstärksten Industriemacht der Welt nach den USA aufstieg, entstand ein Imperium, was Unsummen von Renditen abwarf, weshalb Rudolf Mosse im Jahr 1914 als drittreichster Berliner Geschäftsmann über ein Privatvermögen von 80 Millionen Reichsmark verfügen konnte. Doch all das sollte uns letztlich nicht beeindrucken. Beachtlich ist daran lediglich, dass Rudolf Mosse, trotz seines pompösen Stadtpalais am Leipziger Platz, seiner Villa in der Maasenstraße in Berlin-Charlottenburg und im Schloss Schenkendorf bei Königs Wusterhausen, die durchaus einen parvenühaften Charakter haben, keineswegs seine in sozialer und kultureller Hinsicht liberale Grundgesinnung verleugnete. Dafür spricht vor allem der ideologische Tenor des Berliner Tageblatts, das sich im Gegensatz zu Parteiblättern wie der aristokratisch-erzreaktionären Kreuzzeitung sowie dem sozialdemokratischen Vorwärts vornehmlich an die freisinnigen Schichten des auf Besitz und Bildung pochenden Mittelstands wandte. Statt sich als eine klassenorientierte Gesinnungszeitung zu geben, wie es damals hieß, trat dieses Blatt für einen relativ breiten politischen Pluralismus ein, der sich in aller Entschiedenheit gegen ethnische Diffamierung, religiöse Intoleranz, klassenbedingtes Rangbewusstsein, ideologische Bevormundung des Pressewesens und was es sonst noch an rückständigen Vorurteilen gibt, zu wenden versuchte. Das heißt, stellte sich rückhaltslos in den Dienst des Liberalismus, wie es 1896 in einer Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Mosse Verlages ausdrücklich hieß. Und Rudolf Mosse vertrat diese Anschauung, zu seiner Ehre sei es gesagt, auch außerhalb seines Geschäftswesens. So lehnte er nicht nur den ihm vom Bismarck angebotenen Adelstitel ab, sondern verkehrte in seinem Privatleben unter anderem mit Liberalen wie Hermann Cohen, Albert Einstein, Gerhard Hauptmann, Max Liebermann, Walter Rathenau, Bertha von Suttner, betätigte sich philanthropisch durch die Gründung eines Mädchenhorts und eines Lehrlingsstifts, unterstützte in Finanznöte geratene Krankenhäuser und sorgte für die Altersabsicherung seiner Angestellten und Arbeiter. Zugleich spielte er eine führende Rolle in der jüdischen Reformbewegung und förderte das Zentralkomitee des Hilfsvereins der deutschen Juden sowie die 1872 in Berlin gegründete Hochschule für Wissenschaft des Judentums, um sowohl im Ankampf gegen den Antisemitismus als auch gegen den aufkommenden Zionismus seinen Beitrag zur Angleichung der jüdischen Religion an die deutsch-liberalen Ideale von Fortschritt und Gleichheit zu leisten. Kurzum, im Sinne der von ihm angestrebten deutsch-jüdischen Symbiose beteuert er immer wieder, wir wollen trotz unserer andersartigen Religion deutsche Juden sein und deutsche Juden bleiben. Daher wandte er sich 1918-19 während der Novemberrevolution, wie wir schon gehört haben, und des Spartakusaufstands entschieden, zitiere, gegen das vaterlandslose Treiben unserer jüdischen Stammesbrüder und unterstützte mit seinem Chefredakteur Theodor Wolff
die mit freisinnigen Parolen gegründete Deutsche Demokratische Partei, die sich nicht nur gegen den rechtsreaktionären Freikorpsbewegung, sondern auch gegen den, wie er sagte, bolschewistischen Terror wandte und starb darauf am 8. September 1920 in Berlin. Drittens. Nach dem Tod von Rudolf Mosse übernahm Hans Lachmann, der 1909 Felicia, die Adoptivtochter von Rudolf und Emilie Mosse, geheiratet hatte und sich fortan Hans Lachmann Mosse nannte, die Geschäftsführung des in der Vorkriegszeit gewaltig angewachsenen Mosse-Imperiums. Er war keineswegs ein geldgieriger Erbschleicher, wie manchmal unterstellt wurde, sondern Sohn eines steinreichen deutsch-jüdischen Stahl- und Messingfabrikanten, der zudem dieselbe ideologische Grundorientierung wie sein Schwiegervater besaß. Auch er trat für die Angleichung des jüdischen Glaubens an die deutschen Verhaltensformen ein, das heißt betätigte sich aktiv in der Berliner Reformgemeinde, hatte sich im Ersten Weltkrieg als vaterlandstreuer Offizier, Adjutant des Kronprinzen, ausgezeichnet, unterstützte die Deutsche Demokratische Partei, den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens sowie den Jüdischen Frontkämpferbund, tat also alles, was zu einer Festigung der deutsch-jüdischen Symbiose beitragen sollte. Was ihn doch von seinem Schwiegervater unterschied, war, dass er weder das Repräsentationsbedürfnis noch das verlegerische Durchsetzungsvermögen besaß, welches den gesellschaftlichen Emporkömmling Rudolf Mosse zu immer neuen Erweiterungen und Akquisitionen angetrieben hatte. Er war bereits der gebildete Erbe, der seine ihm in den Schoß gefallenen Besitztümer eher verwaltete, als sie zu vergrößern suchte. Wenn er sich überhaupt in finanzielle Spekulationen einließ, schlugen diese meist fehl. Letztlich war ihm als Intellektuellem eher das Kulturelle als das Geschäftliche oder Tagespolitische wichtig. Sich mit diesen beiden Bereichen auseinanderzusetzen, über weitgehend seinen Mitarbeitern oder Untergebenen. Umso intensiver interessierte er sich, wie gesagt, kann durchaus sagen, als ästhetisierender Schöngeist für alles, was im Bereich der Künste, vor allem in architektonischer und musikalischer Hinsicht, als neuartig und damit in einem liberalistisch innovativen Sinne, was er als vorwärtsweisend empfand. So schickte er etwa den Architekten Erich Mendelssohn in die frühe Sowjetunion, um dort das avantgardistische Bauwesen zu studieren, und unterstützte den als Neutöner geltenden jungen Paul Hindemith. Er lud sogar die als progressiv geltenden Berliner Philharmonikern zu Konzerten in die jüdische Reformsynagoge ein und feierte den Silvesterabend häufig mit den Furtwänglers in St. Moritz. Die Redaktion des Berliner Tageblatts führte indessen Theodor Wolff weiter, unter dessen Leitung diese Zeitung in der Prosperitätsphase der Weimarer Republik zwischen 1923-24 bis 1929, der sogenannten Periode der relativen Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, wie schon in der Vorkriegszeit wiederum zum führenden Blatt des bürgerlichen Liberalismus wurde und relativ hohe Gewinne erzielte. Was die von ihm angesprochenen Schichten an diesem Blatt besonders schätzten, waren nicht nur die tagespolitischen Artikel von Theodor Wolff, Hugo Preuß, Ernst Troeltsch, sondern auch die Beiträge renommierter Schriftsteller wie Gerd Hauptmann, Heinrich und Thomas Mann, Erich Kästner, Hermann Kästen, Alfred Polgar, Stefan Zweig und so weiter, sowie von Theater-, Kunst- und Musikkritikern wie Alfred Kerr, Julius Meyer-Graefe und Alfred Einstein. Irgendwelche sich betont linksgebenden Autoren kamen daher im Berliner Tageblatt nicht zu Gehör. Von Kurt Tucholsky, der kurz nach Kriegsende die Ulk-Beilage redigierte, trennte man sich schnell wieder. Auch die Weltbühne abonnierten die Mosses nicht.
Ja, als ihre Tochter Hilde die Sozialdemokraten wählte, waren Hans und Felicia Lachmann-Mosse empört. Was sie als oberste Werte empfanden, waren bürgerliche Respektabilität, finanzielle Abgesichertheit, religiöse Toleranz, staatlich garantierte Pressefreiheit, verstärkte Schätzung der Hochkultur und vor allem individuelle Freizügigkeit. Also weiterhin all jene Wertvorstellungen, für die sich bereits die Freisinnigen und Fortschrittler unter den bürgerlichen Liberalen seit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts stark gemacht hatten. Als sie diese Konzepte nach dem Schwarzen Freitag des Jahres 1929 sowie dem überwältigenden Wahlerfolg der NSDAP im September 1930 bedroht sahen, zogen sie sich erst einmal in eine vorläufige Abwartehaltung zurück, die bekannte Wartesaalhaltung. Wie so viele der gutgläubigen Liberalen hielten sie es nicht für möglich, dass ein halbgebildeter Schreihals wie Adolf Hitler eines Tages zum Führer der angeblich bildungsbetonten und kulturbewussten deutschen Nation aufsteigen konnte. Ja, Hans Lachmann-Mosse ließ sich sogar dazu hinreißen, kurzerhand zu erklären, dass dieser Mann nicht auf die Titelseite des Berliner Tageblatts, sondern nur auf der Ulk-Beilage erwähnt werden solle. In der Hoffnung, weiterhin den Status quo des Juste Milieu zu bewahren, unterstützte er demzufolge vor allem die sich für Hindenburg einsetzende Deutsche Staatspartei, welche aus der im Laufe der Jahre zusammengeschmolzenen Deutschen Demokratischen Partei hervorgegangen war und nur noch wenige Sitze im Reichstag hatte. Doch das erwies sich, wie wir heute wissen, als illusionär. Schließlich liefen nach 1929 immer größere Bevölkerungsschichten, die Mitte der 20er Jahre noch für die damals regierende Rechts- der Mitte-Koalition votiert hatten, angesichts der turbulenten wirtschaftlichen Verhältnisse und der sich daraus ergebenden Gefahr einer möglichen Bolschewisierung Deutschlands zu den Nazifaschisten über. Deshalb schrumpfte die Auflage des Berliner Tageblatts nach 1930 geradezu von Monat zu Monat. Und da auch die bisher reichlich fließenden Werbeeinnahmen wegen der schnell um sich greifenden Weltwirtschaftskrise drastisch zurückgingen, stand Hans Lachmann schließlich 1932 vor dem Konkurs. Alles Weitere erfolgte darauf Schlag auf Schlag. Hitler wurde am 30. Januar 1933 die Macht übergeben, weshalb sich Hans Lachmann-Mosse am 3. März gezwungen sah, seinen von den Nazifaschisten gehassten Chefredakteur Theodor Wolff zu entlassen, der wie fast alle seiner bisherigen jüdischen Mitarbeiter umgehend ins Exil auswich. Auch er selber floh anschließend nach Paris und musste dort aus der Ferne zusehen, wie man das Berliner Tageblatt arisierte, sowie seine weitgehend von seinem Schwiegervater erworbene Kunstsammlung in Berlin 1934 verauktioniert wurde. Was ihm blieb, waren lediglich einige der außerhalb Deutschlands befindlichen Anzeigenagenturen, die ihm weiterhin ein halbwegs erträgliches Einkommen ermöglichten. So viel zu jenen zwei deutsch-jüdischen Zeitungsverlegern, die zwischen 1871 und 1933 nicht nur versucht hatten, sich persönlich zu bereichern, sondern zugleich für eine zunehmende Liberalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse einzutreten. Der eine als freisinniger Zeitungsgründer, der andere als bildungsbetonter Vertreter all jener sich als fortschrittlich geltenden Kulturbemühungen, in denen er in den 20er Jahren eine allem Neuen aufgeschlossene Haltung zu erkennen glaubte. Doch damit war es nach 1933 erst einmal vorbei. Jetzt stand sowohl politisch als auch kulturell nicht mehr ein einzelpersönlich ausgerichteter Liberalismus, sondern ein völkischer Gesamtwillen auf der Tagesordnung, dem das Prinzip von Führer und Gefolge zugrunde lag. Für den von den Mosses vertretenen Liberalismus, der von den neuen Machthabern als spezifisch jüdisch verurteilt wurde, war daher in diesem Staat kein Platz mehr.
Und damit scheinen wir bereits den fatalen Endpunkt dieses Vortrags erreicht zu haben. Wenn da nicht noch ein dritter bedeutsamer Mosse wäre, der sich selbst im Exil immer wieder mit den Hoffnungen des deutsch-jüdischen Liberalismus, ja mit dem Glanz und Elend eines auf spezifisch bürgerlichen Anschauungen beruhenden Selbstrealisierungsbestrebungen schlechthin auseinandergesetzt hat. Viertens. Damit meine ich jenen Gerhard Lachmann Mosse, der später im US-amerikanischen Exil den Namen George L. Mosse annahm und im Jahr 1997 mit einem Vortrag über das liberale Erbe und die nationalsozialistische Öffentlichkeit jene Mosse-Lectures eröffnete, deren 20-jähriges Bestehen wir hier und heute zu feiern versuchen. Er war 1933 erst 15 Jahre alt, als er aus dem von dem deutschbewussten Juden Kurt Hahn geleiteten exklusiven Internat Salem über dem Bodensee in die Schweiz flüchten musste. Darauf brachte ihn sein Vater in dem von den englischen Quäkern eingerichteten Bootham School in York unter. Ab 37 studierte er in Cambridge englische Geschichte, The Gentleman's Discipline, und emigrierte im Sommer 39 auf Wunsch seines Vaters, der bereits die Gefahr eines neuen Weltkriegs voraussah, in die USA, wo er erst am Quaker College Haverford und dann mit Hilfe eines Holzer-Stipendiums, das nur jenen Studenten verliehen wurde, die aus Berlin-Charlottenburg stammten, und zwar auf der rechten Seite und nicht der linken, weil die zu Wilmersdorf gehört, und er war der Einzige, der sich darum beworben hatte, an der Harvard University studierte. Dort schloss er 1946 seinen Studiengang mit einer Dissertation über The Ideas of Sovereignty in England from Sir Thomas Smith to Sir Edward Coke ab. Anschließend erhielt er eine Professur an der University of Iowa, bis er 1956 an die University of Wisconsin in Madison als erster Jude berufen wurde in seinem Fach Geschichte. Seine Publikationen aus den späten 40er und frühen 50er Jahren beschäftigte sich fast ausschließlich mit Problemen der frühneuzeitlichen Geschichte Englands. Politisiert wurde er erst im Rahmen der Anti-McCarthy-Demonstrationen in Iowa, die er anführte, und durch den sich linksliberal gebenden Geist, der damals im History Department in Madison herrschte. Im Zuge dieser Entwicklung holte ihn auch seine Vergangenheit immer stärker ein. Trotz aller gesellschaftlichen und sprachlichen Anpassungsbemühungen wurde ihm um 1960 durch die allmählich einsetzende Holocaust-Debatte immer bewusster, ein deutsch-jüdischer Emigrant zu sein, der zwar Auschwitz entronnen war, aber dessen Familie alles verloren hatte, auf das sie vor 1933 einmal so stolz gewesen war. Nicht nur ihr Vermögen, sondern auch die Hoffnung, mit ihren freisinnigen Anschauungen etwas zur Liberalisierung der deutschen Gesellschaft beizutragen. Was ihn darauf immer stärker beschäftigte, war das Bemühen, die Gründe dieses Scheiterns zu untersuchen. Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis legt dafür schon seine 1964 erschienene Monographie The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the Third Reich ab, ein ideengeschichtliches Buch. Mit diesem Buch und vielen weiteren Veröffentlichungen zu diesem Thema stieg George Mosse dadurch schnell zu einem der bekanntesten US-amerikanischen Faschismusforscher auf. Während jedoch viele seiner Kollegen, bis hin zu Daniel Goldhagen, dabei im Sinne der von Henry Morgenthau vertretenen Kollektivschuldthese vornehmlich die Auschwitz-Thematik ins Auge fasste, ging es ihm vor allem darum, im Rückblick auf die deutsche Geschichte eher den Gegensatz zwischen den verschiedenen demokratisch-liberalen Bewegungen sowie einen ins Chauvinistische gesteigerten Nationalismus herauszustellen. Was ihn dabei hauptsächlich interessierte, war der eklatante Gegensatz zwischen den seit der Aufklärung auch in Deutschland entstandenen freisinnigen, bildungsbetonten und nationalliberalen Strömungen sowie den bereits von Gustav Le Bon erkannten, auf populistischen Konzepten beruhenden Massenbewegungen,
sich zumeist antiaufklärerischer Mythen und Riten bedient hätten, um damit einen ins angeblich entartete tendierenden liberalen Pluralismus zu verhindern. Und im Rahmen dieser Anschauung kam George Mosse in der Folgezeit immer wieder auf die Rolle jener deutschen Juden zu sprechen, die sich wie seine Ahnen durch ihre Anlehnung an die Humboldtschen Bildungsideale zu liberalen Persönlichkeitsvorstellungen bekannt hätten. Er war daher durchaus stolz darauf, einer dieser deutschen Juden zu sein, wie in einem seiner letzten Vorträge in Madison unter dem Titel »The Legacy of the German Jews« erklärte. Allerdings war er sich hierbei stets bewusst, von einem im Strom der Geschichte untergegangenen Phänomen zu sprechen. Schließlich hätte dieser idealistisch aufgefasste bürgerliche Liberalismus viele der gebildeten deutschen Juden, darunter selbst seine Eltern, dazu verführt, die Augen vor den unausweichlichen Realitäten des politischen und sozioökonomischen Lebens zu verschließen. Wie das Leon Feuchtwanger 1933, einem seiner Lieblingsromane, in seinem Roman Die Geschwister Oppenheim in exemplarischer Form dargestellt habe. Und doch bewegte ihn diese Einsicht, selbst im Rahmen der Studentenbewegung um 1970, die in Madison vor allem im Zeichen der New Left stand, nicht dazu, nun irgendwelche marxistisch gefärbten Anschauungen zu vertreten. In Gesprächen mit mir beteuerte Mosse gegen Ende seines Lebens immer wieder, dass er, was man darunter auch verstehen möge, trotz aller Sympathie für gewisse linke Konzepte ein bürgerlicher Liberaler geblieben sei. Selbst die Bezeichnung linksliberal lehnte er für seine Person ab. Entweder sei man links oder man sei liberal, sagte er. Zwischen diesen beiden Haltungen gäbe es letztlich keine ideologische Vermittlung. Worin er daher bis zu seinem Tod im Jahr 1999 die gefährlichsten Widersacher eines konsequenten Liberalismus sah, waren demzufolge weiterhin jene populistisch auftretenden Massenbewegungen, die im Sinne der braunen Horden des Nazifaschismus ihr Heil allein in einem nationalistischen Alleinvertretungsanspruch sehen. Und damit hat er in gewisser Weise, selbst wenn sich Geschichte nie in derselben Form wiederholt, sogar im Hinblick auf die heutige Situation sicher recht. Wenn man an den rechtsradikalen Flügel der AfD, die Le Pen-Bewegung sowie die Trumpschen America First-Parolen denkt. Allerdings dürfte dieser Liberalismus, wie er nachdrücklich betonte, in Zukunft nicht allein von einer mittelständischen Elite ausgehen, akademischen Elite, sondern müsse politisch wesentlich konkreter sein und auch die materiellen Nöte und bildungsmäßigen Voraussetzungen der anderen Bevölkerungsschichten nicht aus dem Auge verlieren. Trotz aller Beteuerungen, lediglich ein zur Emigration gezwungener deutsch-jüdischer Einzelgänger zu sein, erwies er sich damit letztendlich doch als ein Linksliberaler, so sehr er sich auch gegen eine solche ideologische Zuordnung zu sträuben versuchte. Danke.
die Mosses und die Musik, einige Worte zum heutigen Musikprogramm, auch zu dem, was Sie gerade gehört haben. Aber zunächst noch ein Blick zurück. Als Rudolf Mosse 1871 nach der Gründung des Deutschen Reiches das Berliner Tageblatt ins Leben rief, stand ihm eine anspruchsvolle Hauptstadtzeitung vor Augen. Dazu gehörte natürlich auch ein Feuilleton mit Musikkritiken. Für diese Aufgabe holte er sich solche Mitarbeiter, die bereits Erfahrung mit Hauptstadtblättern hatten. Wien wurde zum Vorbild. Von dort kam auch der Musikkritiker Heinrich Ehrlich, ein weitgereister, vielseitig gebildeter Mann. Als Pianist war er Klavierschüler des legendären Karl Czerny gewesen, ein Beethoven-Schüler. Ehrlich gab Konzerte in Wien, Ungarn und Rumänien, wurde Hofpianist des englischen Königs Georg V. in Hannover, lebte einige Jahre in England und ließ sich 1862 schließlich in Berlin nieder. Hier machte sich Heinrich Ehrlich zunächst als politischer Korrespondent, dann als Klavierlehrer und als Buchautor einen Namen. Wegen seiner Fachkompetenz und vielleicht auch wegen seiner politisch-liberalen Ansichten gewann ihn das Berliner Tageblatt 1878 als Musikkritiker. Emilie Mosse, die Ehefrau des Verlagsinhabers, engagierte ihn darüber hinaus auch als Pianisten, wenn Konzerte im Mosse-Palais stattfanden, oder sie suchte Ehrlichs fachliche Beratung, wenn junge Musiker und Musikerinnen sie, die bekannte Mäzenin, um Förderung baten. Das Berliner Tageblatt erschien damals zweimal täglich. Anders als heute fand man bereits am Morgen nach einem Konzert eine erste Kritik im Blatt. Ab 1906 erhielten die Tageblattleser außerdem Musikbeilagen, die gesammelt werden konnten. Der Anteil der Noten wuchs noch, als nach dem Tod Rudolf Mosses sein Schwiegersohn Hans Lachmann Mosse in die Verlagsleitung einstieg. Obwohl er nie ein Instrument erlernt hatte, war die Musik seine größte Leidenschaft. Sein Sohn George L. Mosse hat dies bestätigt. Er erwähnte Hauskonzerte im kleinen Konzertsaal der elterlichen Villa in der Maaßenstraße 28, bei denen bekannte Musiker auftraten. Und wir hörten eben schon, dass sein Vater auch zu den Förderern der Berliner Philharmoniker, des Berliner Philharmonischen Orchesters gehörte. 1924 gründete Lachmann Mosse den Crescendo Theaterverlag, der Operetten- und Schlagermusik unter anderem von Franz Leha, Theo Markeben, Nico Dostal und Eduard Künicke herausbrachte. In diesem Verlag erschien zum Beispiel Franz Lehas Operette Paganini. Ihr Held ist der Violinvirtuose Niccolo Paganini, der mit seinem Geigenspiel die Zuhörer verzauberte. Nicht zuletzt die weiblichen Zuhörer. Im Januar 1926 fand nach der Wiener Uraufführung am Künstlertheater Berlin die deutsche Premiere der Operette statt. Der Startenor Richard Tauber sang die Titelrolle und wurde vor allem wegen des Liedes »Gern hab ich die Frauen geküsst« gefeiert. Sie haben dieses Lied eben gehört, gesungen von Sebastian Noack und am Klavier begleitet von Katrin Dasch. Den Text zur Operette hatten Paul Knebler und Bela Jenbach gemeinsam geschrieben. Knebler, der Name ist hier nicht ganz unbekannt, denn Paul Knebler war der Vater des bedeutenden Musikwissenschaftlers Georg Knebler, der hier im Hause lange unterrichtet hat, Musikwissenschaft. Zu Beginn des heutigen Abends hörten Sie eine ganz andere Musik, ein sehr kurzes Lied, eine Miniatur von Richard Strauss. Schon früher hatten weniger bekannte Tonsetzer dem Verleger Rudolf Mosse einzelne kleine Stücke gewidmet. Richard Strauss war damals dagegen der prominenteste deutsche Komponist. Im Juni 1919 schuf er in seiner Villa in Garmisch ein kleines Lied, das er Mosse zueignete. Unter dem Titel Sinnspruch wurde es im Mosse-Almanach auf das Jahr 1920 abgedruckt. Strauss hatte den Text dem westöstlichen Divan Wolfgang von Goethes entnommen. Schon 1918 hat er drei Gedichte aus dem westöstlichen Divan vertont. Das für Mosse ausgewählte Gedicht finden Sie auch auf Ihrem Programm, aber ich lese es nochmal. Alle Menschen, groß und klein, spinnen sich ein Gewebe fein, wo sie mit ihrer Scherenspitzen gar zierlich in der Mitte sitzen. Wenn nun da rein ein Besen fährt, sagen sie, es sei unerhört. Man habe den größten Palast zerstört. Seit Jahrzehnten focht Richard Strauss als Urheber musikalischer Werke einen Kampf gegen die Verleger, die von der geistigen Arbeit ihrer Autoren leben. Diesen Kampf führte er nicht nur organisatorisch und juristisch mit seiner Genossenschaft deutscher Tonsetzer, sondern auch künstlerisch mit musikalischen Werken. In seiner Tondichtung »Ein Heldenleben« stehen dem Helden, das ist er selbst natürlich, dessen Widersacher in Form von Kritikern und Verlegern gegenüber und diese werden durch scharfe Dissonanzen
und durch grässliche Melodien gekennzeichnet, die Verleger und die Kritiker. 1918 schuf Strauss auf satirische Texte von Alfred Kerr den Liedzyklus Krämerspiegel, der sich bissig mit mehreren deutschen Musikverlegern auseinandersetzt, etwa mit dem Berliner Verlag Bothe und Bock. Der Rudolf Mosse gewidmete Sinnspruch, der von der Kritikempfindlichkeit vieler Menschen handelt, wirkt nicht ganz so polemisch, aber gehört infolge der Widmung ebenfalls, wie ich meine, in den Kontext der Auseinandersetzung des Komponisten mit den Verlegern. Strauss konnte damals nicht ahnen, dass Mosse nur wenige Monate später, am 8. September 1920, sterben würde. Ein Altersgenosse von Strauss war der 1860 in Wien geborene Komponist Emil Nikolaus von Reschnischek. Er wirkte als Hofkapellmeister in Weimar und Mannheim, bevor er nach Berlin übersiedelte. Hier lebte er als angesehener Dirigent und Kompositionslehrer, ab 1919 auch als Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Wie Strauss wurde Reschnischek als Opernkomponist sehr bekannt. Von seinen Bühnenwerken hat sich Donna Diana bis heute gehalten, vor allem die berühmte Ouvertüre, die man sehr häufig hört. Im Mosse-Almanach auf das Jahr 1921 findet sich ein Lied dieses Komponisten mit dem Titel Die Gestrandeten. Ein Textdichter ist dort nicht angegeben. Ich habe im Verzeichnis der Reschnischek-Werke gesucht und vergeblich nach einer Komposition mit dieser Überschrift. Es findet sich jedoch dort ein Lied mit dem Titel Die Schiffbrüchigen. Trotz des anderen Titels ist es identisch mit dem aus dem Mosse-Almanach. Wollte der Komponist durch die unterschiedlichen Titel verheimlichen, dass er sein Lied gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen veröffentlichte, vielleicht auch wegen des Honorars, das er von Mosse bekommen hat, wer weiß. Richard Strauss hat jedenfalls seinen Sinnspruch nur im Mosse-Almanach herausgebracht, nicht separat. Und Richard Strauss war auch sehr geschäftstüchtig. Nur in der Notenausgabe des Liedes unter dem Titel Die Schiffbrüchigen erwähnte Reschnischek also den Namen des Autors. Es ist Martin Drescher, ein heute vergessener Autor, der 1863 im brandenburgischen Wittstock geboren wurde. Nach einem abgebrochenen Jurastudium in Berlin wanderte er 1891 in die USA aus, wo er sich zunächst jämmerlich als Geschäftsreisender und als Kellner durchschlug. Drescher lebte dann in Chicago, wo er die deutschsprachige politisch-literarische Zeitschrift Der arme Teufel, ja, der Name sagt schon viel, Der arme Teufel herausgab in deutscher Sprache, die deutsche Vagantenlieder und Lyrik des Naturalismus enthielt. Diese Zeitschrift wurde von anarchistischen Zirkeln auch in Berlin vertrieben. Drescher, der in Chicago außerdem die deutschsprachige Arbeiterzeitung herausgab, veröffentlichte 1913 seine Autobiografie unter dem Titel Vom Sturm gepeitscht, Skizzen und Geschichten aus einem Zigeunerleben. Schon 1904, das hatte ich jetzt alles herausgefunden, ich wusste es vorher auch nicht, schon 1904 hatte Reschnischek in seinen drei Gesängen eines Vagabunden, die Lieder werden wohl nicht mehr aufgeführt, also in seinen drei Gesängen eines Vagabunden Gedichte Martin Dreschers vertont. Im November 1920 starb der Deutsch-Amerikaner in New York. Möglicherweise hatte Reschnischek davon erfahren und wurde durch die Todesnachricht angeregt, noch einmal Verse von ihm zu verwenden. Er wählte Dreschers Gedicht Die Schiffbrüchigen, ein Sonett. Seine Vertonung zeichnet mit lebhaften Unisono-Gängen den Sturm nach, der das Schiff ans Ufer wirft. Die Musik wird ruhiger, wenn vom Glückstraum die Rede ist. Aber die stürmische Bewegung kehrt wieder und ist nun Ausdruck der Verzweiflung über ein ganzes gescheitertes Leben. Wir erinnern uns an den Titel, den Drescher seiner Autobiografie gegeben hatte, Vom Sturm gepeitscht, Skizzen und Geschichten aus einem Zigeunerleben. Vielleicht verweist rückblickend die Überschrift Die Gestrandeten bzw. Die Schiffbrüchigen auch auf das weitere Schicksal der Mosse-Familie und ihres Verlages. Unter der Hitler-Diktatur kam der Crescendo-Theaterverlag in die Verwaltung der berüchtigten Calcio-Treuhand GmbH des Propagandaministers. Hans Lachmann-Mosse hatte sich zuletzt noch große Verdienste um eine neue Liturgie der jüdischen Reformgemeinde erworben und dazu eine umfangreiche Schallplattenedition erstellen lassen. Er musste nun Berlin ebenso verlassen wie der Musikwissenschaftler Alfred Einstein, der ab 1927 am Tageblatt als Musikkritiker gewirkt hatte. Einstein, gleichzeitig schon Herausgeber des Riemann-Musiklexikons und des Köchel-Verzeichnisses, hat trotz der Nazi-Verfolgung sein Engagement für die deutsche Musikkultur nicht aufgegeben.
Im US-amerikanischen Exil setzte er seine Arbeit am Köchel-Verzeichnis fort und veröffentlichte grundlegende Bücher über Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Albrecht Stümling, für diese Erläuterungen zum Musikprogramm. Das ermöglicht mir gleich die Überleitung zum nächsten Programmpunkt, dem Mosse-Almanach, und zwar dem von 2017, den wir Ihnen heute präsentieren, frisch aus der Druckerpresse sozusagen. Dafür vorab meinen innigen Dank an Reinhard Gußmann, unseren Verleger vom Vorwerk 8 Verlag. Albrecht Stümling ist darin vertreten mit zwei Beiträgen zum Engagement der Mosses im Berliner Musikleben und zu einigen bedeutenden Musikkritikern. Sie hörten es schon, wie Alfred Einstein, Leopold Schmidt und eben Heinrich Ehrlich, der, wie Albrecht schon sagte, auch als Pianist bei den Konzerten im Mosse-Palais auftrat. Der Gedanke, einen Almanach, also ein Jahrbuch also zu unserem Jubiläum vorzubereiten, greift zurück auf die historischen Almanache, die im Rudolf Mosse Verlag publiziert wurden, nicht kontinuierlich, aber immer mit großer Besetzung. Theodor Wolf, der Chefredakteur des BT, verpflichtete zumeist ihm gut bekannte Politiker wie Walter Rathenau, Literaten unter anderem Kurt Tucholsky, der nur kurz dort schrieb, aber immerhin einiges zu den Almanachen beitrug, eigene Novellen beigab. Bildkünstler wie Max Liebermann sorgten für aktuelle Kunststücke, also gezeichnete Porträts, oft auch der Redakteure des Berliner Tageblatts. Komponisten lieferten, Sie hörten es, wie Richard Strauss, Partituren. Das Ganze war also gehaltvoll, doch eher im lockeren Stil gehalten. Etwas davon wollten wir für unseren Almanach 2017 mitnehmen. Nicht nur das Kalendarium, wobei es sich für die Reproduktion als Glücksfall erwies, dass die Jahre 1921 und 2017 kalendarisch identisch sind. Erlauben Sie mir einen kurzen Durchgang durch unseren Almanach, aktuell und historisch. Den Auftakt bildet, wie Klaus Schärpe bereits sagte, das mit seinen kleinen Fehlern und Ver- und Überschreibungen erhaltene Typoskript der bisher noch unveröffentlichten Mosse-Lecture von George Mosse, gehalten am 14. Mai 1997 und in unserem Almanach kommentiert von Just Hermann, dem Freund und Kollegen aus Madison. Nächstes Bild. Am Anfang unserer Rekonstruktion stand die Aufarbeitung des Nachlasses von Emilie und Rudolf Mosse, der einen abenteuerlichen Weg hinter sich hat. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs nach Krakau geschafft wurde, von dort 1945 ins sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden gelangte und eher zufällig durch Privatinitiative von dort ins Stadtarchiv Berlin überführt wurde. Erst 1992, nach der Vereinigung von Stadt- und Landesarchiv Berlin, wurde eine gemeinsame Beständeliste erarbeitet und der Nachlass Mosse erstmals überhaupt öffentlich vorgestellt. Eine wesentliche Grundlage übrigens auch für das von Elisabeth Kraus die fundamentale Aufarbeitung der Geschichte der Familie Mosse, die in einem fast tausendseitigen Werk festgehalten ist.
Dieser Nachlass umfasst die Briefe an die beiden Mosse-Portalfiguren, die Sie dort sehen, Emilie und Rudolf Mosse. Sie waren mit fast allen Persönlichkeiten in Berlin, im Kaiserreich und der Republik in Kontakt, insbesondere mit Künstlern, Malern, Literaten, Komponisten, Opernsängern, Opernsängerinnen und Schauspielern ihrer Zeit, auch mit Wissenschaftlern wie Rudolf Virchow, Julius Hirschberg, Albert Einstein und auch Frauenrechtlerinnen wie Alice Salomon und Bertha von Suttner. Ein enormer Umfang, diese Korrespondenz, auch wie Annette Thomas schreibt, ein Zeugnis über das Leben und Wirken der gehobenen Berliner Gesellschaft von der Gründerzeit bis in die Anfänge der Weimarer Republik. Eine unserer ersten Recherchen galt der Erstellung einer Mosse-Topographie von Orten in Berlin und Umgebung, an denen die Mosses lebten und wirkten. Der Sitz der Zeitungsannoncen-Expedition, zunächst in der Friedrichstraße 60, das Mosse-Pressehaus Ecke Jerusalemer Schützenstraße, das Mosse-Stift in Schmargendorf, die Synagoge der jüdischen Reformgemeinde in der Johannisstraße, für die sich zuerst Rudolf Mosse, dann Hans Lachmann Mosse engagierte, das Gut Schenkendorf. Heute ist dieses Gut dem Verfall preisgegeben, wie wir bei einer nicht ganz legalen Begehung feststellen mussten. Da war nämlich ein hoher Zaun darum, durch den wir uns irgendwie zwängen mussten. Und doch kann man vielleicht auf diesen Fotos noch einiges von der ursprünglichen Pracht erkennen. Im Mosse-Palais, später Haus der Sammlungen genannt, befand sich nicht nur die renommierte Kunstsammlung, nach deren Verbleib derzeit mit Erfolg geforscht wird, um Restitutionsansprüche geltend zu machen, sondern auch die Bibliothek des Literaturhistorikers und Rektors der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität, Erich Schmidt, dessen Porträt von Hans Lietzmann heute im Sitzungsraum unserer philologischen Fakultät hängt. Sie sehen rechts daneben die Notiz im Berliner Tageblatt vom 22. März 1914, in der die Öffnung der Bibliothek bekannt gegeben wird. Ein größerer Abschnitt unseres Almanachs ist den scharfsinnigen Geistern des Feuilletons im Berliner Tageblatt gewidmet. Theodor Wolff, der Name ist schon häufig gefallen heute Abend, dem Chefredakteur in Frankreich republikanisch geschult, doch entsetzt von den Novemberunruhen 1918 und den Verwüstungen der Redaktionsräume durch die Spartakisten im Januar 1919. Hier links die Fotos, die im Weltspiegel vom 19. Januar 1919 veröffentlicht wurden. Eher klein, aber vielleicht können Sie erahnen, was dort zu sehen ist. Also es sind völlig verwüstete Räume. Alfred Kerr, dem berühmt-berüchtigten Theaterkritiker des PT in der Weimarer Republik, ist ein Beitrag von Tabitha van Houten gewidmet, dem Kunstkritiker Fritz Stahl, der sich empört mit allen modernen Ismen der Avantgarde anlegte, dem kundigen Musikkritiker Alfred Einstein und dann der einzigen Frau in der Redaktion, Gabriele Tergit. 1925 von Theodor Wolff als Gerichtsreporterin für das Berliner Tageblatt angeheuert. Mit Charme und Witz und sozialer Anteilnahme berichtet die Autorin des populär gewordenen Romans Käsebier erobert den Kurfürstendamm aus den Gerichtssälen. Auch hier oft die einzige Frau, außerdem, wie sie festhält, dem Reinigungspersonal. Ab 1930 verfolgt sie unerschrocken
das zunehmend fragwürdige Verhalten von Polizei und Justiz, bevor sie selbst von den Nazis verfolgt und vertrieben wurde. Das Satireblatt Ulk erschien als Beilage zum Berliner Tageblatt und auch der populären Volkszeitung im Verlagshaus Rudolf Mosse, in den sich gegen Ende der Weimarer Republik zunehmend radikalisierenden Wahlkämpfen, in denen es für die demokratischen Parteien um den Bestand der Republik ging, griff der Ulk mit ganzseitigen Karikaturen, auch denen von Hitler, aber nicht unbedingt auf der Titelseite, ein, beispielsweise auf dem Titelblatt in der Ausgabe vom 15. November 1927. Sie sehen es hinter mir, die kleine Schrift dort unten besagt, die Urne kommt gewackelt, Kind, Kind, wie wird's dir gehen? Die Urne spricht. Ein Appell an den Wähler, endlich aufzuwachen. George Mosse erwähnt in seiner Autobiografie die Anti-Antiblätter, Tatsachen zur Judenfrage, eine lose Blattsammlung, die im Auftrag des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens im Mosse-Pressehaus gedruckt wurde. Den deutschen Juden, aber auch der deutschen Öffentlichkeit insgesamt, sollten Argumente und Aussagen von judenfreundlichen, berühmten Deutschen an die Hand gegeben werden, um den wachsenden antisemitischen Pöbeleien zu begegnen. So zum Beispiel auf dem Blatt 56, das Sie dort sehen, in dem Aussagen Kaiser Friedrich III., aber auch der Frauenrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner und prosemitische Bekenntnisse von Karl Schurz aufgerufen werden. Lange Zeit war es still um die Mosse-Kunstsammlung, die von Rudolf Mosse unter Mitwirkung des schon erwähnten Kunstkritikers beim Berliner Tageblatt Fritz Stahl zusammengetragen wurde. Just Hermann war eine der wenigen, der etwas mehr davon wusste. Auch von den staatlichen Museen in Berlin wurden Ankäufe aus dem ehemaligen Mosse-Kunstbesitz ohne weitere Nachfragen getätigt. Dies hat sich geändert, seit sich die Mosse-Erben aus dem Umfeld der Mosse Foundation seit kurzem in Kooperation mit der Initiative Mosse Art Research der Sache angenommen haben. Linda Buchholz und Michael Bienert, mit einem Beitrag in unserem Almanach vertreten, haben maßgeblichen Anteil daran, dass Näheres bekannt wurde über das Profil und den Verbleib dieser, wie es in einem 1929 erschienenen Aufsatz hieß, regelrecht modernen Galerie mit 20 Sälen. Also. Bisher aufgefunden und restituiert wurden unter anderem diese wunderbare Arbeit von Adolf Menzel, ein Porträt seiner Schwester, auch die Skulptur Susanna von Reinhard Begas, die sie um die Ecke in der alten Nationalgalerie Berlin bisher noch sehen können. Dennoch, weit über 1000 Objekte, auch aus der Villa Lachmann-Mosse in der Maaßenstraße, stehen noch in der Lost Art-Datei. Viel ist die Rede von den Mosses, den Chefs, den Männern, aber mindestens ebenso ist ebenso interessant ist die Geschichte der Mosse-Frauen. Beispielhaft stellen meine Mitarbeiterinnen Lisa Trekel und Johanna Hehner in unserem Almanach zwei Mosse-Frauen vor. Emilie Mosse, die Gattin des Verlegers, Sie sehen sie hier rechts geschmückt mit dem ihr 1909 verliehenen Wilhelmsorden und deren Enkelin Hilde, der älteren Schwester von George Mosse.
Emilie war unermüdlich tätig, um den benachteiligten Jungen und Mädchen aller Konfessionen zu einer beruflichen Ausbildung zu verhelfen. Im Berliner Mädchenhort am Kreuzberger Heinecke-Platz oder dem eigens gegründeten Mosse-Stift, in dem auch heute noch soziale und kulturelle Kinder- und Jugendeinrichtungen zu finden sind. Emilie Mosse war hochgeschätzt, auch für ihre Freigebigkeit, wovon viele der genannten Korrespondenzen zeugen, aber auch für ihr literarisch-ästhetisches Urteilsvermögen. So konnte sie bei der Auswahl der literarischen Buchproduktionen im Mosse Verlag so manches bewegen, was ihr bei den Journalisten und Autorinnen und Autoren den Ruf der Tageblattmama einbrachte. Hilde Mosse, die Enkelin, Sie sehen sie hinter mir, war von frühester Jugend an sozial engagiert, setzte sich mit ihren sozialistischen Überzeugungen, Jost Hermann hat es schon angedeutet, über die Familientradition des unbedingten Loyalismus zum Liberalismus hinweg. Ihre im Leo Beck-Institut aufbewahrten Tagebücher geben Auskunft auch über ihre ganz persönlichen zweifelnden Fragen zur jüdischen und deutschen Identität. Hilde Mosse war die erste der Mosses, die ins amerikanische Exil ging und in New York als Psychiaterin tätig wurde an der von ihr mitbegründeten Lafar-Klinik im New Yorker Stadtteil Harlem, die erste psychiatrische Klinik für schwarze Kinder und Jugendliche überhaupt. Roger Strauch, der mit der Mosse Foundation dieses soziale Engagement fortsetzt, erinnert in unserem Almanach mit bewegenden Worten an ihr Vorbild. Dieses und vieles mehr finden Sie im Almanach 2017, der in mancherlei Hinsicht ein Gemeinschaftsprodukt ist. Studierende meiner Seminare haben eifrig und erfolgreich bei den Recherchen mitgewirkt, ebenso wie 7 Seniorinnen und 1 Senior aus dem Augustinum in Kleinmachnow uns bei der Entzifferung der alle in Sütterlin-Schrift gehaltenen Briefe in unschätzbarer Weise geholfen haben. Ich möchte mich zusätzlich bedanken bei meinen studentischen Mitarbeiterinnen und Mitautorinnen unseres Almanachs Johanna Hähner, Lisa Trege und Tabitha von Hauten. Ohne ihre Umsicht und zuverlässige Hilfe läge der Almanach jetzt nicht vor den Türen dieses Senatssaals aus. Nur heute quasi verschenken wir diesen wirklich umfangreich gewordenen Band, bitten lediglich um eine Schutzgebühr von 7 €. Nur heute, ja? Das nächste Bild. Ja, da sind wir. Unsere treuen Besucherinnen wissen, dass eine Vielzahl von Köpfen hinter diesem Projekt der Mosse Lectures steht. Ein ganzes Team von Mitstreitern und Mitstreiterinnen, wie ich zu sagen pflege, die auf dem Foto hinter mir zu sehen sind, von links nach rechts. Josef hat sie schon genannt, ich sage es noch mal kurz, wie gesagt, von links nach rechts. Michael Kemper van den Bogart, Lisa Trekel, Johanna Hähner, Burkhard Wolf, Tabitha van Houten, ich selbst, Klaus Scherpe, Hendrik Blumentrat, Ethel Matalla de Matzer, Josef Vogel, Lothar Müller und Ulrike Fedder. Nicht auf dem Foto zu sehen, aber sehr lebendig und hilfreich hier unterwegs sind Nadja Al-Khalaf und Lukas Elstermann, der hier neben mir sitzt, die erst kürzlich zu uns gekommen sind und mich wunderbar bei den Vorbereitungen zu diesem Fest unterstützt haben und auch darüber hinaus. Unser besonderer Dank gilt einmal mehr unserem Verlagshaus, vertreten von Reinhard Gußmann und Veruschka Götz, die nunmehr das 9. Buch so sorgsam und wirklich kunstvoll betreut haben, ebenso unsere Plakate und Anzeigen.
dass wir so lange schon existieren, ist der Kooperation und Zuwendung unserer Verwaltungen im Institut, in der Fakultät und im Präsidium unserer Universität zu danken. Josef Vogel sagt es schon. Aber vor allem unserer von Tag zu Tag und planerisch von Jahr zu Jahr so umsichtigen Verwaltungsleiterin Dr. Annegret van Mörbeck, die uns über so manche haushaltstechnische Hürde geholfen hat, zusammen mit Nicole Heinemann und Sabine Imhoff möchte ich meinen herzlichsten Dank aussprechen. Undenkbar sind die Mossel Lectures ohne den Einsatz unseres technischen Personals, das uns seit Jahr und Tag treu begleitet. Detlef Damis, Lothar Brink und Carsten Thomas für die technische Bereitstellung hier im Senatssaal, dann der stets auf hohe und akustische Qualität bedachte Jörg Schulze, nicht wahr, Herr Schulze? Mit seinem Videoteam aus Adlershof und natürlich unser Fotograf Nils Leiser. Sie alle sorgen dafür, dass die Mossel Lectures über den Abend hinaus visuell und akustisch abrufbar sind. Auf unserer Website natürlich, im Deutschlandradio darüber hinaus und ab und zu in der SWR Teleakademie, also im Fernsehen. Meinen herzlichen Dank all denen. Bevor wir nun zum kleinen Empfang draußen vor den Türen des Senatssaals bitten, möchte ich noch einmal unsere beiden Musikanten Katrin Dasch und Sebastian Noack auf die Bühne bitten. Sie hören jetzt von Emil von Reschnitschek, Albrecht Stümling sagte es schon, die Gestrandeten. Ich bitte Sie nicht, dies nicht auf das Projekt der Mossel Lectures zu beziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.